Hallo liebe Campingfreunde, heute ein kürzeres Video zu einem Thema, was in den letzten Videos immer wieder nachgefragt wurde und was man eigentlich nur erklären kann, wenn man es aufzeichnet. Es geht um die Verschaltung des Schalters, den ich eingebaut habe, um im Wohnmobil umzuschalten zwischen einer Steuerung des Radios über die Zündung bzw. eine manuelle Aktivierung auf dem Stellplatz, wenn die Zündung aus ist. Dieser Schalter ist meistens neben dem Lenkrad, irgendwo zwischen Lenkrad und Radio angebracht. Den findet man in vielen Wohnmobilen und er ist wirklich praktisch und sinnvoll. Und wenn ihr das nachbauen wollt, dann zeige ich euch jetzt nochmal im Detail, wie das Ganze zu verschalten ist. So sieht der Schalter aus. Das ist jetzt nicht der Originalschalter, den ich eingebaut habe, das ist ein anderer mit einer LED. Trotzdem, der andere Schalter sieht vom Formfaktor genauso aus. Er hat hinten drei Kontakte und er hat drei Schaltstellungen. Dieser hat nur zwei. Der Schalter, den ich verwendet habe, hat sozusagen eine Schalterstellung 1, 2 und eine Mittelstellung. Die hat dieser jetzt nicht. Müsst ihr euch so vorstellen, die braucht man aber eigentlich auch nicht. Hinten sind drei Kontakte dran und die muss man mit diesen klassischen Fahrzeugsteckern kontaktieren. Wie sieht das gezeichnet aus? Wir haben also drei Kontakte. Das ist das, was man vom Schalter sieht. Innen drin ist er etwa so aufgebaut. Das ist ein Wechselschalter. Das heißt, wir haben einen Mittelkontakt und zwei äußere Kontakte. Und die Spannung vom Mittelkontakt wird hier immer jeweils auf einen der Außenkontakte umgeschaltet. Wir haben also Schalterstellung 1, 2 und sogar noch eine Schalterstellung 3 in der Mitte, wo es keine Verbindung zwischen einem der Kontakte gibt. Für euch wichtig, zwei Außenkontakte, einen Innenkontakt. Ob oben oder unten, ist Geschmackssache am Ende, je nachdem wie der Schalter stehen soll, in den verschiedenen Betriebsstellungen. Auf der anderen Seite vom Fahrzeug habt ihr einen Kabelbaum. Ich würde euch empfehlen, immer an dem Kabelbaum zu arbeiten, der mit dem Radio mitgeliefert wurde. Das ist halt so ein Verbindungsstück zwischen dem Fahrzeug und dem Radio. Fahrzeug ist es typischerweise ein genormter ISO-Stecker. Am Radio können es ganz unterschiedliche Stecker sein, je nach Ausführung. Ich würde euch empfehlen, nicht am Kabelbaum des Fahrzeugs direkt zu arbeiten, weil das ist sehr schwierig zurückzubauen. Dieses Stück Kabelbaum zum Radio kann man notfalls neu kaufen oder kann man auch nochmal verändern, kann man auch ausbauen, kann man sozusagen außerhalb des Fahrzeugs bearbeiten. Alles besser, als hier direkt am Fahrzeug zu arbeiten. In diesem Kabelbaum gibt es jetzt ganz viele Kabel. Uns interessieren aber nur zwei, die ich auch nur darstelle. Das ist einerseits die Klemme 15 vom Fahrzeug, die führt den Zündplus, also das Signal, was nur dann Spannung führt, wenn die Zündung tatsächlich eingeschaltet ist. Und dieses Kabel ist in meinem Fall rot. Also beim Pumpkin-Radio ist das ein rotes Kabel. Das andere Kabel, was für uns interessant ist, ist verbunden mit der Klemme 30 am Fahrzeug. Das ist das Dauer-Plus-Kabel. Das führt also ständig Spannung. Und es ist ein gelbes Kabel. Ein gelbes Kabel im Falle vom Pumpkin-Radio. Diese beiden Kabel gehen einfach direkt zum Radio durch. Aber ihr müsst sie jetzt trennen, und zwar in der folgenden Art und Weise. Ich empfehle euch, diese Vago-Klemmen hier zu nutzen, die Vago 221. Das Besondere ist, dass man sie relativ einfach auf- und zu machen kann durch diese Hebel und man kann hier die Kabel einfach abisolieren und dort reinstecken. Man braucht keine Aderenthüllung, man muss nichts löten, also einfach direkt über die Klemme kontaktieren. Es gibt hier Klemmen mit zwei oder mit drei Kontakten. Ich habe jetzt nur drei Klemmen mit drei Kontakten, zwei davon, da brauche ich allerdings nur zwei. Da ihr aber kaum jetzt noch verschiedene Klemmen kaufen werdet, ist es total okay, mit diesen Dreifachklemmen zu arbeiten. Wie baut ihr die jetzt ein? Einerseits müsst ihr mit einer Klemme das gelbe Kabel
auftrennen, damit ihr dort eine Spannung ausschleifen könnt. Und ihr müsst das rote Kabel auftrennen, allerdings nicht zum Ausschleifen, sondern um das sozusagen über den Stecker zu ziehen. Wie sieht das dann im Detail aus? Ihr schneidet zuerst das gelbe Kabel hier in der Mitte auf und macht eine Klemme dazwischen. Dann verbindet ihr die Enden wieder mit der Klemme. Das kann eventuell etwas schwierig sein. Vielleicht müsst ihr eine Seite des Kabels verlängern, denn ihr seht ja, die Einführungen hier sind von der Seite. Das heißt, ihr müsst so eine kleine Kurve machen und dann wird insgesamt das Stück hier etwas kürzer. Schaut einfach, wie ihr das im Detail gut löst. Ich habe hier eine kleine Verlängerung auf der einen Seite eingebaut. Das rote Kabel, das schneidet ihr auch auf. Da gibt es aber keine Probleme mit der Länge, denn jedes offene Ende bekommt eine eigene Klemme. Für den Einbau empfehle ich euch jetzt erstmal an den Schalter drei Kabel anzubauen. Das kann man nämlich auch außerhalb des Fahrzeugs machen. Die Länge wählt ihr einfach so, wie ihr sie braucht. Bei mir ist das Ganze relativ dicht am Radio verbraucht. Ich würde schätzen 30 cm vielleicht. Das heißt, ihr könnt erstmal drei Kabel mit der entsprechenden Länge am Stecker festmachen. Denkt dran, das gut zu isolieren, isolierte Stecker zu nehmen, mit Isolierband zu arbeiten oder sogar mit Schrumpfschlauch. Und wenn ihr habt, nehmt auch passende Kabelfarben. Das würde euch das Leben nämlich einfach machen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt, Vorschlag von mir, einfach den einen äußeren Kontakt mit einem roten Kabel verseht, den anderen äußeren mit einem gelben Kabel und in der Mitte nehmt ihr irgendetwas Farbiges, was nicht rot und nicht gelb ist, besser auch nicht schwarz oder braun. Das ist einfach dann eine geschaltete Spannung. So, wenn ihr diese Kabel hier angebaut habt, dann baut den Schalter ein, führt die Kabel zum Radio und ja, klemmt sie an die Klemmen, die wir vorbereitet haben, und zwar in dieser Art und Weise. Das vom Fahrzeug kommende rote Kabel wird, wen wundert's, mit dem roten Kabel, also mit dem einen äußeren Kontakt verbunden. Der Mittelkontakt wird mit der Klemme verbunden, die ursprünglich das Synplus zum Radio führt. Und aus dem Kabelbaum, aus dem gelben Kabel, entnehmt ihr eine Spannung und führt sie an den anderen äußeren Kontakt. Und damit seid ihr schon fertig. Wie funktioniert das jetzt im Detail? Wenn der Schalter in dieser Schalterstellung steht, dann verändert sich eigentlich weder für das Fahrzeug noch für das Radio irgendetwas. Das ist also die Fahrtstellung. Wenn ihr das Radio einfach nur durch die Zündung aktivieren wollt. In diesem Fall führt die Klemme 15 vom Fahrzeug über den äußeren Kontakt, der dann entsprechend auf den Mittelkontakt geschaltet ist, zurück auf das rote Kabel und führt den Zündplus über den Schalter zum Radio. Das heißt Zündung an, Zündung aus, Radio aus. Da aber der Dauerplus weiterhin mit dem Radio verbunden ist, werden die Sender gespeichert und typischerweise ist das Radio auch innerhalb weniger Sekunden betriebsbereit. Wenn ihr jetzt umschaltet auf die andere Schalterstellung, die äußere Schalterstellung, dann ist das der Standbetrieb. Wobei Stand hier nicht bedeutet, dass ihr im Stand sofort umschalten müsst, sondern immer dann, wenn ihr im Stand des Fahrzeugs das Radio aktivieren wollt. In diesem Fall würde aus der Klemme 30 eine Spannung entnommen über den anderen Außenkontakt des Schalters auf den Mittelkontakt geleitet und damit an den Eingang für das Zündplus am Radio. Somit würde am Radio an beiden Kontakten jetzt Spannung anliegen und es ist aktiv. Wenn ihr es ausschalten wollt, schaltet ihr einfach wieder zurück auf den Fahrtbetrieb. Die Zündung ist ja aus, Radio ist auch aus. Man braucht also den Standby-Betrieb am Radio eigentlich nicht. Es gibt zusätzlich noch diese mittlere Schalterstellung, da würde sich im Grunde im Stand nicht viel verändern. Da würde allerdings auch während der Fahrt das Radio nicht funktionieren. Das kann man vielleicht mal nutzen, wenn man das Radio wirklich aktiv ausschalten möchte, zum Beispiel während der Fahrt, weil man kein Radio braucht. Jetzt habt ihr vielleicht die Frage, warum so kompliziert? Man könnte doch eigentlich über einen ganz normalen Schalter die Klemme 30 auf die Klemme 15 schalten, sodass im Stand hier zwei Spannungen ankommen. Das kann man natürlich machen und das würde sogar funktionieren, aber ihr müsst natürlich bedenken, dass an der Klemme 15 im Fahrzeug auch andere Verbraucher hängen, die irgendwie über das Zündplus geschaltet werden. Und die würden dann über die Klemme 30 versorgt werden mit Spannung.
Schönstes Beispiel ist zum Beispiel die Trittstufe, die ja typischerweise einfährt, wenn an Klemme 15 eine Spannung anliegt, wenn ihr also die Zündung anmacht. Die würde dann einfach einfahren, wenn ihr das Radio einschaltet, weil sie über euren Schalter plötzlich mit Spannung versorgt wird. Und so gibt es vielleicht noch andere Verbraucher, die dann sich anders verhalten oder vielleicht sogar eure Batterie leersaugen, wenn ihr das Radio einschaltet. Man kann das verhindern, indem man an dieser Stelle eine Sperrdiode einbaut. Die würde einfach sicherstellen, dass der Strom nur zum Radio fließt und nicht zurück zum Fahrzeug. Sperrdioden sind allerdings jetzt nichts für den nicht ambitionierten Bastler, aus meiner Sicht jedenfalls. Da muss man das richtige Bauteil auswählen. Man müsste wahrscheinlich löten und muss sich mit der Materie noch mehr befassen. Da finde ich letztlich diese Variante hier einfacher. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Ich werde diese Skizze auch zum Download anbieten. Schaut einfach in die Beschreibung zum Video, da findet ihr einen Link. Sie ist vielleicht nicht die schönste, aber ihr könnt sie dann ausdrucken und mit ins Fahrzeug nehmen und das einfach nachbauen. Ja, und wenn ihr Interesse an weiteren solcher Videos habt, dann abonniert den Kanal und schaltet wieder ein, wenn es neue Videos gibt. Für heute wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.